Das Phantom von Yarikawas Rache ist zurückgekehrt, mein Herr. Es tötet Menschen in den alten Ruinen. Dieses Phantom sagt mir nichts. Sicher, dass es nicht die Mongolen sind? Ihr kennt die Legende von Fürst Yarikawas letztem Fluch nicht? Der Musikant Yamato erzählt sie besser als jeder andere. Er ist in der Nähe von Alt Yarikawa. Ich suche ihn auf und gehe dem auf den Grund. Klingen!
ist ein braves Pferd.
Wir finden einen Weg. Die töten uns doch sofort. Wir haben dich aus Asamo befreit. Und ich wäre fast gestorben. Jin, da bist du ja. Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein. Wir gingen Jahre zuvor. Als Kinder. Warten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Alles sauber. Hier lang. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause, wo die Vergangenheit wartet. Umzingelt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Wir könnten die Mongolen angreifen, sie weglocken. Bitte, nein. Taka hat recht. Zu riskant. So viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asamo-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Taka. Verlasst euch drauf. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Uns Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das gut ist. Seid ihr deswegen gegangen? Du konntest nichts dafür. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit.
Ich kann nicht mehr. Folge einfach Jin zum Fluss. Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt's? Und brachten sie zu kämpfen. Wir taten so, als wäre einer ein Yarikawa-Samurai. Und die andere, ein Shimura-Samurai. Und Shimura verlor immer. Interessante Wahl. Noch da. Und wird auch noch benutzt. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Wenn wir oben sind, überlass mir das Reden. Deine Heimatstadt. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht. Hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa. Das ist der Name von Fürst Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei, mir nach. Und bleibt dicht dran. Was ist hier los? Da passiert was am Haupttor. Das klingt nicht gut. Das ist ihr Anführer. Werden die etwa angreifen? Lass mich gehen. Ich verrate nicht. Finden wir raus, was sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl, Yarikawa. Sie gehen. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge. Die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Wie schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er meinen Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Du
Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Ujimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussetzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihnen. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Shinsukes Sohn hat den Stein noch. Mit dem du deine Schwerter geschmiedet hast? Er ist so klein. In meiner Erinnerung ist er riesig. Du verbrachtest Stunden mit ihm. Ich musste dich wegzerren. Wir finden Yarikawas Schmied, mein Herr. Es wird euch gefallen. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Euer Schwertarm beschützt uns alle, mein Herr.